Herzlich willkommen zurück zu The Da Vinci Code Sakrileg. Im letzten Part haben wir viel über diese vier Göttinnen erfahren, die bei dem Lilienrätsel eine Rolle spielen. Und jetzt können wir auch runtergehen und das erledigen. Und wir haben außerdem noch eine Nachbildung von Da Vincis Panzer im Bett von Opa gefunden, der komische BDSM-Betten hat und Panzer im Bett. Das ist irgendwie komisch. Noch was hier oben zufällig? Nein. Wir kriegen hier bestimmt nachher noch Besuch. Nee, nee, das wissen wir ja schon. Das können wir jetzt machen. So, mach mal. Also, die erste ist ja die Tiamat, die hat das nach unten. Na, nach unten. Warum drehst du das nicht nach unten? Irgendwie finde ich das gerade lustig. Oder, nee. Das bleibt aber nicht unten stehen. Das ist ja doof. Ja, die 2 wäre dann die Belet Eli. Das wäre nach rechts. Naja. Das ist dann die Nidaba. Da geht's nach oben. Oder muss man dahin zeigen, wo man es hinhaben will? Ja gut, ne? Das muss man auch erstmal wissen. Und das wäre die Isis nach links. Entschlüsselt. Was ist das? Die römische Göttin Venus. Großvater erzählte mir, sie sei der Inbegriff von Liebe und sexueller Begierde. Sie hatte viele Liebhaber und viele Söhne. Ihr Vater war Jupiter, Vulcanus ihr Gemahl und Mars ihr Geliebter. Ihr Sohn Amor war von Geburt an ein Gott, wogegen ihr Sohn Aeneas sterblich war. Dennoch war es Aeneas, der das Römische Reich gründete. Okay. Das wird dann wahrscheinlich das nächste Rätsel sein, weil das ja alles irgendwie mit Venus und so zu tun hat. Ach, jetzt ist. Nee. Ja gut. Wohin? Das irritiert mich, dass dieser Holzboden hier teilweise so knarzt. Das ist nicht schön. Naja gut, man kann hinten die Treppe noch hochgehen, ne? Die hier vorne. Und da kommt man auch nur in den Raum, ja. Okay. Dieser Rundgang hier erinnert gerade ziemlich an Thief. Deadly Shadows. Da fehlen die Augen. Da hat bestimmt öfter mal einer durchgeguckt. Und dazu sagst du nichts, Sophie. Bist du dir da. Aha. Ja, das ist doch sicherlich ein Geheimnis, oder? Müssen wir jetzt hier die Augen suchen, oder wie? Die aus dem anderen Bild fehlen. Die deuten irgendwo hin. Ja. Im Rahmen vielleicht irgendwas versteckt. Aha, Jupiterkugel. Sehr gut. Dann haben wir das Geheimnis auch gefunden. Na gut, 2 Sachen werden hier wohl nicht sein. Was sagst du dazu? Geheimnis Jupiter. Astronomisches Symbol für den Jupiter. Der Jupiter steht für den Glauben an das Leben an sich. Dies ist der Vorgang des Ausdehnens und Überfließens, der Freude, Gelegenheiten, Freiheitsliebe und Großzügigkeit repräsentiert. Okay. Da finde ich die Venus doch um einiges besser. Und hier gehst du rein?
Nein, oh, ja, dann haben wir jetzt aber ein Problem. Obwohl, nee, sie hat ja gesagt, sie muss in den Garten kommen. Dass sie hierzu nichts sagt, das ist doch. Möchtest du nicht mal irgendwie sagen, bei diesem Gemälde fehlen die Augen? Das finde ich ein bisschen creepy. Aber hier gehst du rein. Ja. Okay. Hier kommt jetzt bestimmt das nächste Rätsel mit diesen Figuren. Ach so, das ist eine Uhr. Komische Geräusche. Statuensockel. Ich brauche wohl noch etwas anderes, um das zu vervollständigen. Naja, du musst die Figuren einsetzen, ne? Sagst du dazu auch was? Der Liebe und der Schönheit. Ach so, sie hatte ja irgendwas gesagt von Geliebter und hast du nicht gesehen? Amor ist der Sohn. Das war. Na, das sind aber nur drei. Benutzt du die direkt? Endlich. Naja. Irgendetwas habe ich vergessen. Ich sollte mich umsehen. Ja. Ja. Bei Amor kriegt sie direkt den Orgasmus. Schön. Der Teil hat funktioniert. Und jetzt? Das ist nicht komplett. Ich muss weitersuchen. Och nö, das ist ja doof. Das ist ja jetzt gemein. Nimmst du die zufälligerweise auch wieder mit? Nee, ne? Wer fehlt denn da noch? Ach so, das sind die. Puh. Du musst weitersuchen. Ja, so groß ist das Haus nicht. Also es ist zwar groß, aber wir können nicht an besonders viele Orte gehen. Ja, hier war das Geheimnis. Das heißt, hier wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr sein. Nee. Ja gut. Da bei den Fenstern sagst du nichts. Gehst du hier durch? Tatsache. Tja. Dieses Ding hier macht mich immer noch so stutzig. Es ist doch garantiert eine Tür oder sowas. Das hier ist der Haupteingang? Nee. Das ist nur das mit den Fenstern. Oder haben wir da noch irgendwas übersehen? Das kann ja nicht sein. Da kriegt man ja nur diese Informationen. Ja, und hier ist das Schlafzimmer von Opa. Hier war doch auch nichts mehr. Oder haben wir hier noch was vergessen? Ach, der. Das habe ich ja gar nicht gesehen eben. Gab es die Tür eben auch schon? Wenn ja, dann tut's mir leid. Öffnen. Aha. Jupiter war der König der Götter. Die Römer verehrten ihn als Jupiter Optimus Maximus, den Besten und Größten. Er war der Vater der Venus. Aha. Muss man auch erstmal wissen, ne? Da kommt der. Ach, hier kann man durch das Bild gucken. Aha. Ob das wohl auch noch eine Bedeutung hat später? Notiz schon wieder. Der Schlüssel der Geschlechter liegt in ihren Händen. Es gibt viel zu tun, um Hathors Forderungen zu genügen. Sammle erst alle, die Venus einst verschmäht hat. Ihr Herz will, dass jeder liebende Blick erwidert wird. Was? Nein, nein, nein. Hinweis? Ich sollte in meinen kryptografischen Notizen nachlesen. Das kannst du später tun. Später. Erstmal nein, nein, nein.
Das will jetzt gerade noch keiner tun hier. Nee, nee. Bücherregal. Visuelle Datenbank aktualisiert. Ach so, hast du die jetzt alles schnell gelesen? Ja, cool. Da bist du aber ganz schön schnell. Nochmal. Okay. Ja, gut, ne? Also, Leute, wisst ihr Bescheid, wenn ihr was lernen müsst, geht einfach in eine Bücherei und stellt euch vor die Bücherregale und tippt einmal kurz drauf, dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Gott, müssen wir hier noch mehr Bücher ansprechen oder was? Wie Was sie werden Sie halt mich nicht in den immer Mietze tun? schleichen, ey. Das sieht so lustig aus, wenn die schleichen. Vor allem, du hättest die Rätsel doch auch schon mal lösen können hier, oder nicht? Komm her. Verdammt. Egal. Den kriegen wir auch klein. Ja. Nicht mehr. Ich habe keine Angst vor dir. Haben Sie schon genug? Ich glaube ja. Verdammt. Naja, wenigstens die Doppelmaus mal geschafft, ne? Er Patsch. steht nicht noch mal auf. Ja, hoffentlich. Die geht auch auf. Ah, interessant. Tut mir leid, aber es ist sehr unnötig. Das, ja. Da steht noch mal so ein Modell. Ah, da ist was runtergefallen. Sophie. Was ist das? Was ist das? Ist auf diese Notiz da. Hallo, wer bist denn du? Hast du irgendwas? Dein Arm oder so? Nein. Da ist sie hingefallen. Ah, Mars war einer der vielen Geliebten der Venus. Mars war Gott des Krieges und Vater von Romulus und Remus, den Gründern Roms. Aus diesem Grund sahen sich die Römer als Söhne des Mars. Weil da ist jeder irgendwie mit jedem verwandt. Das ist doch eklig. Hier möchtest du auch nicht mehr drauf gucken. Aber auf die Bücherregale bestimmt noch, oder? Nee. Das ist nur die eine Tür. Okay. Hoffentlich hast du jetzt nicht so viel geschrieben, dass das wieder keinen Spaß macht, hier was zu lesen. Also hier ist nichts beigekommen. Hinweise. Oh, sicher, dass hier nichts beigekommen ist. Orte. Wird wahrscheinlich auch nichts da sein. Nein. Menschen. Auch nicht. Geschichte aber bestimmt. Ja, natürlich. Da Vincis Studien. Leonardo da Vinci war ein Mann der Renaissance im wahrsten Sinne des Wortes. Seine Studien der Zoologie sind in seinen Zeichnungen und Modellen des Reitermonuments und der Anghiari-Schlacht zu erkennen. Seine Leidenschaft für die Architektur zeigt sich in seiner Erforschung der zentralen Kuppel. Sein Interesse für die Natur wird in seinen Beobachtungen von Blättern, dem Wasser und dem Wind deutlich. Und seine Faszination für den menschlichen Körper tritt in seinen Untersuchungen des Skeletts und der Muskulatur von Leichen deutlich zutage. Diffamierung. Die Diffamierung der Frau im Lauf der Geschichte. Überall in der Welt haben Religionen und Philosophien im Verlauf der Geschichte eine systematische Herabsetzung der Frau an den Tag gelegt. Und in der gegenwärtigen Popkultur ist das nicht anders. Das Hindu-Gesetzbuch von Manu sieht die Frauen als unfähig zu jeder Form von
Unabhängigkeit an. In Indien war es einst ein weit verbreiteter Brauch, dass eine Ehefrau ihrem verstorbenen Ehemann auf den Scheiterhaufen folgen musste. Im Islam untersagt die Scharia den Frauen, ihren Körper mit Ausnahme des Gesichtes, der Hände und die Oberseite ihrer Füße in der Öffentlichkeit zu zeigen. Die orthodoxen Christen machten die Frauen für alle Sünden verantwortlich. Der christliche Apostel Paulus dekretierte, dass Frauen in der Kirche nicht sprechen durften. Boethius, ein christlicher Philosoph aus dem 6. Jahrhundert, behauptete, die Frauen wären ein Tempel, der über einer Kloake gebaut wurde. Und auf dem Konzil von Makkon 585 fragten sich die Bischöfe sogar, ob Frauen eigentlich eine Seele hätten. Im 10. Jahrhundert sah Odo von Cluny in Frauen nicht mehr als Misthaufen. Die Inquisitoren, die den Malleus Maleficarum verfasst hatten, erklärten, dass Frauen eher als Männer zu Hexen würden, weil sie einen schwächeren Geist besäßen, und die Lutheraner zu Wittenberg sinnierten darüber, ob Frauen überhaupt menschlich wären. Okay, what the fuck? Also da muss ich ehrlich sagen, da steht sich ja keine Religion in irgendwas nach, aber gut. Griechische Mythologie. Die griechische Mythologie besteht aus einer großen Anzahl verschiedenster Legenden über eine ausgedehnte Götterfamilie, die mehrere Generationen umspannen. Mit wenigen Ausnahmen erscheinen die griechischen Götter alle in menschlicher Form und legen menschliche Gefühle, Stärken und Schwächen an den Tag. In der griechischen Mythologie gibt es keine besonderen Offenbarungen oder spirituelle Lehren, überdies sind dort weder eine formelle Struktur noch heilige Texte zu finden. Häufig werden bestimmte heilige Orte verehrt und es gibt zahlreiche Priester, die den Willen der Götter interpretieren. Die Griechen glaubten, dass ihre unsterblichen Götter alle Aspekte der Natur kontrollierten und dass ihr Leben alleine von ihrem Wohlwollen abhing. Es gab folgende 12 Hauptgötter: Zeus, Hera, Hephaistos, Athene, Apollo, Artemis, Ares, Aphrodite, Hestia, Hermes, Demeter und Poseidon. Die Griechen dachten, dass diese Götterfamilie auf dem Berg Olymp in Thessalien lebte. Dem Glauben der alten Griechen nach konnten sich diese Götter frei bewegen, waren immun gegen Krankheiten, besaßen die Macht, sich unsichtbar zu machen oder sich zu teleportieren und konnten durch Menschen sprechen, ohne dass diese es merkten. Jeder dieser Götter besaß ein einzigartiges Erscheinungsbild, verfolgte unterschiedliche Interessen auf einem bestimmten Gebiet und wurde durch eine ausgeprägte Persönlichkeit gekennzeichnet. Heieiei. So, das haben wir auch. Was ist das? Malleus Maleficarum. 1487 verfassten Jakob Sprenger und Heinrich Kramer, zwei Inquisitoren aus dem Orden der Dominikaner, dem Malleus Maleficarum oder Hexenhammer, ein Buch, das in seiner Popularität während der Hysterie der Hexenverfolgung vom 15. bis zum 17. Jahrhundert nur der Bibel nachstand. 1490 wurde es wegen seines Gebrauchs zweifelhafter Rechtsprozeduren verdammt, auch deshalb, weil die Dämonologie, die darin vertreten wurde, nicht mit der katholischen Lehrmeinung jener Zeit übereinstimmte. Obwohl niemals offiziell von der katholischen Kirche verwendet, war es das einflussreichste Buch für Hexenverfolger in der Renaissance. Das Buch beginnt mit dem Beweis der Existenz von Zauberei und Hexerei, wobei es unterstellt, dass Frauen von Natur aus empfänglicher sind für die Verlockungen Satans. Im weiteren Fortgang beschreibt es die verschiedenen Formen, die Hexerei annehmen kann, und schließt mit Methoden zu Entdeckung, Aburteilung und Vernichtung von Hexen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Oh, ich will nicht mehr lesen, aber egal. Dann haben wir das wenigstens, das lese ich noch und das andere auch. Und dann haben wir das wenigstens erstmal, damit wir hinterherkommen. Der mythologische Glaube im alten Rom kann in zwei Gruppen unterteilt werden. Die Indigetes und die Novensides. Die waren die ursprünglichen Götter des römischen Volkes, die es schon vor der Entstehung seiner Literatur verehrte und für die ein ausgeklügeltes System an Ritualen mit komplexen Wechselbeziehungen zwischen Göttern und Menschen existierte. Diese Götter waren nicht personifiziert, sondern lebten an bestimmten Orten oder in Gegenständen.
Die waren spätere Götter, die in die römische Mythologie eingegliedert wurden, als der römische Staat das Umland eroberte. Die Römer forderten den Bau von Tempeln für die Götter des Landes, wodurch es Fremden möglich war, ihren eigenen Göttern zu huldigen. Als der Kontakt zu den Griechen zunahm, griffen viele Poeten auf den griechischen Glauben zurück, um Lücken in der römischen Religion zu füllen, und die römischen Götter verschmolzen mit ihren griechischen Äquivalenten. Jupiter und Zeus wurden eins, Mars und Ares waren ein und derselbe Kriegsgott, und Neptun und Poseidon herrschten über das Meer. Eroberte Siedlungen in Italien huldigten überdies dem römischen Pantheon Diana, Minerva, Herkules und Venus. Als der römische Staat größer wurde, wuchs mit ihm die Popularität zahlloser fremder Kulte, bei denen unter anderem die ägyptische Göttin Isis und der persische Gott Mithras angebetet wurden. Unter Konstantin I. wurde das Christentum offiziell als Religion anerkannt, und im Jahre 329 ließ Kaiser Theodosius alle heidnischen Kulturen per Edikt verbieten und erklärte das Christentum zur offiziellen Staatsreligion des römischen Imperiums. Ja, immer die tolle Religion. Venus. Die römische Göttin der Liebe und der Schönheit war ursprünglich eine Naturgöttin und die Schutzherrin der Gärten und Weingüter. Unter dem Einfluss der Griechen verschmolz sie mit der römischen Aphrodite und nahm viele ihrer Eigenschaften an. Der älteste bekannte Venustempel geht auf das Jahr 293 vor Christus zurück und wurde an einem 18. August eingeweiht. Ach, dass ihr das noch so genau wisst. Venus ist die Tochter von Jupiter. Zu ihren Liebhabern gehörten Mars und Vulkan, da diese Affären mit Aphrodite hatten. Sie soll sich mit einem Sterblichen namens Anchises verbunden und ihm ein Kind geboren haben, das sie Areneas nannte. Die Bedeutung von Venus stieg dank des Einflusses mehrerer politischer Herrscher in Rom, und sowohl Julius Caesar als auch Kaiser Augustus sahen sie als Ahnen der julianischen Familie. Okay, sehr interessant, sehr viel erfahren und sehr viel gelesen. Ich habe jetzt auch gerade keinen Bock mehr, irgendwas zu lesen, aber da wird wahrscheinlich nachher noch ein bisschen was dazukommen. Aber im nächsten Part, ja, was machen wir denn da? Ja, sie hat ja jetzt ihre Datenbank aktualisiert. Das heißt, wir können nochmal versuchen, dieses Ding da zu knacken. Und wenn das nicht klappt, dann können wir immer noch die letzte Statue da, wenn es die letzte ist, die Statue da noch einsetzen. Aber naja, gucken wir mal.